Hallo und willkommen bei Safe to Home. Heute geht es um die Anbindung und Installation der SP310 Innensirene und der SP310 Außensirene. Beginnen wir zunächst mit der Außensirene. Um die Abdeckung der Außensirene zu entfernen, müssen wir zunächst die Schraube auf der Unterseite der Abdeckung lösen und können die Abdeckung abnehmen. Vorsicht! Im Auslieferungszustand ist das Solarpanel bereits mit der Platine verbunden. Das Kabel sollte nicht abreißen. Im Inneren der Sirene finden wir zunächst den Witterungsschutz. Hier sind 8 Schrauben zu lösen, damit wir den Witterungsschutz abnehmen können. Unter dem Witterungsschutz befindet sich die Platine. Auf der Unterseite der Platine ist die Netzwerkverbindungstaste zur Anbindung in die Basis sowie der An-Ausschalter. Oben links in der Ecke führen diese 2 Kabel zu den Lautsprechern und dieses Kabel zum Sabotagekontakt. Damit beim Testen und beim Installieren kein akustisches Signal der Sirene ertönt, können Sie diese 3 Stecker von der Platine entfernen. Sie haben trotzdem noch ein visuelles Signal. Die Verbindung zwischen der Platine und dem Solarpanel kann an dieser Stelle gelöst werden. Der Sabotagekontakt wird ausgelöst, wenn die Außensirene von der Wand entfernt wird oder wenn man die Abdeckung von der Außensirene abnimmt. Kommen wir nun zur Anbindung der Außensirene in die Basis. Im Regelfall ist die Außensirene schon mit der Basis vorverbunden. Als erstes müssen wir auf der Außensirene auf der On-Off-Taste die Außensirene aktivieren. Wir bekommen ein visuelles Rücksignal. Nun gehen wir in der Basis unter Zubehöreinstellung auf Zubehör hinzufügen und drücken für 5 Sekunden die Netzwerkverbindungstaste. Die grüne LED in der Mitte der Platine gibt uns nun eine Rückmeldung und die Außensirene wurde in die Basis eingefügt. Wir finden die Außensirene nun unter unserer Zubehör- und Sensorliste, können diese auswählen und können noch einige Einstellungen unter Zubehöreinstellungen mit der Außensirene treffen. Zum Beispiel können Sie unter Punkt 2 das Standby-Licht aktivieren, was bei Scharfschaltung der Sirene alle 10 Sekunden blinkt, oder unter Punkt 4 bei der Scharf-Unscharfschaltung eine Rückmeldung der Sirene geben lassen, oder auch unter Punkt 6 die Alarmzeit individuell einstellen bis 180 Sekunden. Achten Sie auch darauf, dass Sie unter den Systemeinstellungen, unter dem Menüpunkt 2 Sireneinstellungen, die Sirene unter Punkt 4 aktivieren müssen. Vorsicht! Wenn Sie die kabellose Sirene deaktivieren, löst trotzdem der Sabotagekontakt beim Abnehmen der Abdeckung aus. Deshalb empfehlen wir Ihnen, immer eine Fernbedienung parat zu haben, mit der Sie die Sirene relativ schnell unscharf schalten können. Kommen wir nun zu unserer Innensirene. Wir nehmen die Innensirene aus der Verpackung und verbinden den Adapter mit der Innensirene. Nun stecken wir sie in die Steckdose. Danach gehen wir ins Basismenü, unter Zubehör hinzufügen, wählen es aus und drücken die Netzwerkverbindungstaste in der Mitte der Innensirene für ca. 5 Sekunden. Die Innensirene wurde nun hinzugefügt. Sie finden die Innensirene nun unter unserer Zubehör- und Sensorliste neben der Außensirene, die wir bereits schon hinzugefügt haben. Auch bei der Innensirene können Sie über die Zubehöreinstellung unter Menüpunkt 2 das Standby-Licht aktivieren. Sie können über die Plus- und die Minustaste an der Innensirene die Helligkeit des Standby-Lichts einstellen. Sobald Sie die Innensirene mit der Basis verbunden haben, werden alle Sensoren, die mit der Basis verbunden wurden, auch mit der Repeater-Funktion der Innensirene verbunden. Sie können somit längere Funkstrecken überbrücken. Bringen Sie die Innensirene als Repeater in der Mitte der Strecke zwischen Sensor und Basis an, damit das Funksignal verstärkt werden kann. Alle Einstellungen, die wir Ihnen über die Basis gezeigt haben, können Sie natürlich auch über unsere Safe to Home Wi-Fi App vornehmen.